Wenn auf Manus Tour die Sonne aufgeht, kann das eigentlich nur eins bedeuten. Der Feierabend naht. Für mich ist jetzt eigentlich, obwohl ich noch abladen muss und das Leergut wieder laden, aber ist für mich jetzt so, ja, ich bin fertig, von Hause, ne? Und wir haben gerade mal kurz nach 8. Die meisten Menschen kriegst du gerade vielleicht ans Telefon. Und ja, ich fahre jetzt quasi, gucke jetzt gleich nur, dass ich meine Pause mache. Und dann fahre ich abladen, lade. Und dann habe ich den ganzen Nachmittag. Nach 12 Jahren im Fernverkehr wechselte Manu vor einem Jahr in den Nahverkehr. Bereut hat sie diesen Schritt bisher noch nie. Also ich bin jetzt auf dem Weg nach Schöpping. Muss aber gleich meine Pause noch eben machen. Und habe mir überlegt, ich könnte die Zeit einfach mal nutzen, hier in Wiedmarschen, weil die haben nämlich sämtliche Duft- und Putzvarianten, die man sich nur vorstellen kann. Ich habe einmal so eine Flasche, die hat meine Arbeitskollegin mir mitgebracht. Und ich finde den so geil, diesen Duft, dass ich mich selber damit einsprühe. Das habe ich mir gedacht, heute passt das gut. Ich halte dann einfach da an. Und wo ich schon mal eh da bin, die haben mit Sicherheit so ein, es gibt so ein Felgenspray. Keine Ahnung, wie das heißt. Aber das sprühst du auf. Da kannst du auch auf jede Felge sprühen. Das sprühst du auf. Und dann verfärbt sich das pink und dann wäschst du es ab. Und dann hast du so krass saubere Felgen, das muss ich dann auch gleich haben. Ja. Woran erkennt man ein echtes Trucker-Babe? Klarer Fall. Am wohlduftenden Truck. Ich muss mir jetzt mal gerade eben mein Pony machen, weil ich habe heute so eine extreme Elvis-Welle. Meistens sieht es ja danach ja viel schlimmer aus als vorher. Aber ich habe wenigstens das Gefühl gehabt, ich habe es probiert. So, wir können. Fertig fürs Shopping. Boah, ich und mein Pony heute, ne? Wir sind keine Freunde. Was man vom Shop-Besitzer nicht behaupten kann. Die Begrüßung ist freundlich, man kennt sich eben. Hi, alles Manu. Gut? Hi. Na, alles klar? Ja. Ich habe die kleine Flasche Watermelon Duftspray. Ja. Die brauche ich in groß. Okay. Und ich brauche, ihr habt bestimmt noch diesen Felgenreiniger, der pink wird, wenn du die Felgen einsprühst. Mit Wirkindikator. Haben wir da. Ja, sicher, natürlich. Wenn das da drin ist, ja. Ja. Aber den brauche ich. Haben wir da, kein Problem. Cool. Komm mal ruhig mit. Dann gebe ich dir deinen Favoriten schon mal. Wassermelone. Ja. Große Flasche. Und die kleine war auch, die ist, ich glaube, da ist noch ein bisschen drin. Und okay. Dann, wie lange habe ich die jetzt? 2 oder 3 Wochen. Okay, und dann hast du aber auch Gas gegeben. Ja, ne? Ich habe mich selber eingesprüht, ne? Was soll ich sagen? Vor allem irgendwann riecht man das selber nicht mehr, ne? Nee, und man sagt mir auch, boah, Manu, man steht neben deinem LKW, die Tür ist zu und da kommt ein Duft raus. Perfekt. Ich freue mich da immer voll, andere finden es nicht so toll. Aber ja, ganz ehrlich, ich habe lieber so einen gut stinkenden LKW, wie so einen, du machst da auf und was ist denn hier passiert, ne? Sehe ich genauso. Ist ja auch für jeden was dabei, ne? Bacon. Leute. Das riecht nach Bacon. Das riecht nach Bacon, ne? Ja, aber wer sprüht sich das denn bitte in den... Tatsächlich einige, ja. Wir haben sogar Bier-Shampoo und Bierduft. Das ist nicht dein Ernst? Doch, tatsächlich. Bier-Shampoo? Bier-Shampoo, richtig. Ja, da bist du mit Wassermelone auf jeden Fall besser. Ja, cool, dann nehme ich das auf jeden Fall mit. Alles klar. Danke dir. Ciao. Ciao. Na, das lief doch dufte. Was soll ich sagen? Kurz und bündig, meine Pause habe ich sinnvoll genutzt. Ich hab's einfach total gerne, wenn du irgendwo reinkommst und es riecht total gut. Ich mag das halt, ne? Und ich sag immer, wenn ich mich selber damit einsprühe, dann ist der toll. Ja, und jetzt habe ich eine große Flasche. Voll geil. Ich mag das voll, auch wenn einer voll nach Weichspüler stinkt. Da laufe ich gerne hinterher, ne? War richtig dumm einfach. Den letzten Rest. Das sind die kleinen Freuden eines Trucker-Babes. Boah, so geil. Das riecht wirklich gut. Riech, Schnuppergas, Bösewicht.
das sagt Tobi immer, wenn man pupst, wenn der pupst. Der macht das immer mit Absicht, dann lässt er die Decke mal unten, ne? Boah, ich glaube, das ist so eine typische Männersache. Frisch duftend und gut gelaunt rollt Manu beim Kunden vor. Geilo! Ich habe keinen vor mir. Kann sofort an die Rampe fahren. Abladen, laden, Feierabend. Genau 259.200 Eier wechseln jetzt den Besitzer. Keine schlechte Bilanz für eine einzige Schicht. Den Feierabend hat sich Manu jetzt wirklich verdient.